freue mich sehr, dass Sie trotz des schönen Wetters zum Konzert gekommen sind. Wie gesagt, ist das ein Erzählkonzert und ich werde was zu den Stücken sagen. Und ich schlage vor, wir beginnen direkt in der Klassik mit Ludwig von Beethoven und der Sonate Opus 109. Die Sonate Opus 109 ist ein Spätwerk von Beethoven und gehört zu den drei letzten Sonaten, die berühmten drei letzten Sonaten. Und man muss wissen, Beethoven schrieb sie schon taub und war auch wirklich unglaublich weit gekommen mit den Sonaten. Er war nämlich derjenige gewesen, der das 19. Jahrhundert wie kein anderer Komponist beherrscht hat und praktisch im Alleingang die Wiener Klassik in die Romantik dann geführt hat. Und dies vor allem eigentlich auch mit seinen Sonaten, natürlich auch mit Sinfonien und Streichquartetten, aber die Sonaten waren die Stücke, wo er sich ausprobiert hat und wo er auch Sachen einfach mal getestet hat. Denn es war sein Instrument, er war ein großartiger Pianist und er startete auch, vielleicht auch mehr unbewusst als bewusst, eine langjährige Pianistentradition. Er war ja selbst Schüler von Josef Haydn und sein Schüler wiederum war Karl Czerny, den kennen Sie vielleicht von dem berühmten Czerny-Etüden. Czerny wiederum war der Lehrer von Franz Liszt und Franz Liszt war der Lehrer von uns allen sozusagen, also sehr viele Pianisten führen sich auf ihn zurück, zum Beispiel auch Rachmaninow durch seinen Lehrer wiederum Alexander Siloti. Also wir alle Musiker sind doch irgendwie miteinander verbunden. Die Sonate in E-Dur ist vielleicht, könnte man sagen, die weiblichste Sonate. Sie steht in der Tonart E-Dur des ewig Weiblichen und ist auch ein sehr intimes, fast kammermusikalisches Werk. Der erste und der zweite Satz, die sind eigentlich fast wie ein Satz, denn sie gehen Attacca ineinander über. Das heißt, der erste Satz endet und der zweite fängt Attacca an. Und die beiden Sätze bilden eigentlich auch so ein Pendant zum dritten Satz. Also sie sind so ein Gleichgewicht zum dritten Satz. Das ist, könnte man schon fast ein zweisätziges Werk nennen. Das ist so ein Element, warum man sagt, Beethoven hat die Sonaten in die Romantik geführt. Denn da lösen sich teilweise ja die Sätze auf. Und sie beginnt mit einem sehr wichtigen Intervall, der Terz. Hier im Fall. Und das ist E-Dur und die Terz beherrscht den Anfangsteil und dieser wird dann unterbrochen von einem sehr improvisatorischen Teil. Also der Anfang erstmal die Terzen. Ich empfinde diesen Anfang immer so, als würde Beethoven in seiner Altersweisheit sagen, das Leben, ja, es geht mal auf, es geht mal ab. Es ist mal schwer, es ist mal leicht. Das ist das Leben. So, es hat so ein Auf und Ab. Und dann gibt es aber noch diesen improvisatorischen Teil. Ich spiele ihn auch mal an. Sehr laut geschrieben und
Thank you.
das Königshaus im Mittelpunkt sein musste. Also der Künstler durfte nicht diese überstrahlen. Manchmal musste der Künstler sogar noch durch den Türeingang hineinkommen ins Schloss und wurde so ein bisschen immer klein gehalten. Und damals war es auch so, zwischen den Sätzen ist man einfach ein bisschen flanieren gegangen oder den König gehuldigt oder gegessen oder sonst was. Und deswegen finde ich es eigentlich auch nett, zwischen den Sätzen etwas vom Stück zu erzählen. Dieser wunderschöne Satz, der jetzt kommt, ist ein Intentionssatz. Es ist also ein wunderschönes Thema, fast wie ein Quartett, also das ist in vier Stimmen geschrieben und sehr intim und innig. Geräusche in den Ohren hatten, aber das ist nur eine Vermutung. Und wenn man